Kennen Sie das auch? Einmal am Küchenherd, eine Sekunde nicht hingeschaut und schon kocht was über. Also, unser Alltag steht ja voller Tücken. Wir gehen heute mal 4 Rätseln auf den Grund, denn mit den folgenden Phänomenen haben Sie sicher auch schon mal was zu tun gehabt. 4 Fragen, 4 Antworten. Die Pizza aus der Mikrowelle, das Fensterputzwunder, der Kochlöffel und die Kraft aus dem Haarspray. Unsere Alltagsrätsel. Der Magen knurrt, doch die Fertigpizza dauert im Ofen locker 20 Minuten. In der Mikrowelle geht das bekanntlich viel schneller. 5 Minuten, fertig. Doch das Ergebnis wenig appetitanregend. Warm, aber völlig lapprig. Unsere erste Frage: Warum kann man bloß in der Mikrowelle keine Pizza aufbacken? Ja, weil die Mikrowelle ja nicht wirklich heiß wird. Weil die Feuchtigkeit in der Pizza nicht verdunsten, verdampfen kann. Das ist ein chemischer Prozess, mehr oder weniger. Also vom Ofen ist ein natürlicher Prozess. Weil es da langsamer wahrscheinlich geht im Ofen. Mikrowellen sind komisch. Nicole Bobrecht-Draxler ist Physikerin in einer Münchner Erfinderwerkstatt. Sie löst das Rätsel um die schnelle Pizza. Das Problem mit der Pizza in der Mikrowelle ist folgendes. Ich will sie ja backen und nicht kochen. Das Prinzip Mikrowelle. Die Wassermoleküle werden mit den Strahlen angestoßen. Sie fangen an zu schwingen. Die flüssigen Elemente in der Speise werden heiß, bis sie kochen. Backen ist was anderes. Beim Backen mache ich es richtig heiß und das Ganze eigentlich eher mit Wasserentzug. Die Pizza alla Italia aus dem Steinofen. Der arbeitet mit Temperaturen weit über 200 Grad Celsius. Beim Backen reduziert sich die Flüssigkeit, der Rand wird kross. Nicht so in der Mikrowelle. Erst wenn dann das gesamte Wasser erhitzt wurde und die Mikrowelle geschafft hat, alles da drinnen so zu erhitzen, dass es rausgedampft ist, dann wird es schlagartig schwarz werden und dann brennt sie aber auch schon. Eine ordentliche Pizza braucht eben Zeit und einen Ofen. Alltagsrätsel Nummer 2 dreht sich um einen Geheimtipp aus Omas Zeiten. Beim Fensterputzen garantiert Zeitungspapier schlierenfreien Glanz. Doch warum glänzt die Scheibe gerade mit Zeitungspapier so gut? Also ich kenne es vom Ofenputzen, dass man die Asche da mit der Zeitung wegbringt. Das krüppelt recht schön zusammen und durch die feine Krüppelstruktur nimmt es wahrscheinlich, ist die Oberfläche relativ groß. Vielleicht saugt das Wasser das dann auf irgendwie. Fensterputzen und die Druckerschwärze, machst du schmutziger als sauberer, oder? Das Geheimnis liegt in der Herstellung, wo das Papier unter anderem mit Alkohol behandelt wird. Da wird zum Schluss nochmal die Oberfläche mit Spiritus sozusagen überzogen. Und der Spiritus löst sich an der feuchten Scheibe. Die erste Komponente für den Erfolg. Spiritus ist ja immer schon bekannt als fettlösend und dadurch vermeide ich dann diese Schlierenbildung. Außerdem besteht die Zeitung aus Altpapier und Zellstoff. Sie ist extrem saugfähig, damit die Farben leicht aufgenommen werden. Zusammen mit dem gelösten Spiritus führt das zum makellosen Putzerfolg. Rätsel Nummer 3. Ein echtes Ärgernis in der Küche. Kaum schaut man mal eine Sekunde nicht auf den Herd, kocht schon wieder das Kartoffelwasser über. Das muss man doch irgendwie verhindern können. Indem ich die Hitze kontrolliere. Nicht lange kochen. Kein Deckel drauf machen. Also bei Eier weiß ich mit Essig. Ich bleib dabei stehen und laufe nicht rum und bügel dabei keine Wäsche. Ein Löffel aus Holz darüber tun. Ich weiß nicht warum, aber das habe ich gehört. Ein simpler Löffel soll die Sauerei am Herd verhindern. Ich nehme den Kochlöffel und lege ihn quer über den Topf. Ob das hilft? Schnell zeigt sich, der Löffel wirkt Wunder. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man auch, dass der immer nasser wird. Das heißt, hier platzen wirklich dann diese großen Blasen weg. Ohne Löffel platzen sie am Rand des Topfs und schwappen über. Mit Löffel spart man sich das Putzen nach dem Kochen. Über das nächste Problem hat sich jeder schon mal geärgert. Kurz nicht aufgepasst und schon prangt ein dicker Kugelschreiberstrich auf dem neuen Shirt. Der geht doch nie wieder raus. Da hilft nur noch eine Schere. Oder funktioniert das auch anders? Ich nehme immer geile Seife. Mit Essig vielleicht? Mit Terpentin? Mit Teesöffeln. Kaltem Wasser.
Mit Parfüm habe ich schon mal probiert. Der Frau geben und waschen lassen. Und wenn es drin bleibt, dann ist mir auch egal. Muss es nicht, denn die Lösung liegt im Inhalt dieser Flasche aus dem Beauty-Schrank. Guter Trick ist da einfach Haarspray oder Deo-Spray. Das hinterlässt in der Regel keine Flecken. Das ist ja dafür gemacht, dass man sich da einsprüht oder hier und dass die Kleidung danach genauso hübsch aussieht wie vorher. Im Haarspray sind Alkohol und Lösungsmittel. Ob das hilft? Wir probieren es aus. Am Kugelschreiberstrich kommt herkömmliches Haarspray zum Einsatz. Und siehe da, mit dem feuchten Tuch lässt sich der Strich jetzt entfernen. Verblüffend einfach. Ab in die Waschmaschine und bitteschön. Das Shirt ist wieder blütenweiß.